Ihr glaubt es nicht, aber ich bin schon wieder unterwegs. Es hat mich wieder in meine Wiese zurückgetrieben, in meine streuobstige Wiese. Wegen den Kollegen hier. Ich wollte einfach mal gucken, wie es denen ergangen ist. Mein Apfel liegt immer noch im Baum und mittlerweile wachsen die hier überall. Lasse ich aber heute alle stehen. Es sind... Upsa! Adrige Morchelbecher liegen. In rauer Stückzahl. Aber, wie gesagt, das interessiert mich nicht. Und was mich interessiert ist, das hier hat ein Freund von mir letzte Woche woanders gefunden. Und jetzt bewahrheitet sich mal so ein bisschen, dass wenn man mit anderen Leuten über Pilze spricht, dass man dann, wenn man den dann auch findet, glücklich ist. Und den hat auch der Buschfunki letzt gefunden, glaube ich. Der scheint also ein gutes Jahr zu haben, dieser Pilz, wenn ich überhaupt recht habe. Und wenn ich recht habe, dann hat der gesägte Blätter. Brille schon wieder nicht auf. Okay, ich zeige ihn euch mal. Ich versuche jetzt auch mal wirklich scharf zu werden. Aber ohne Brille kann ich nichts erkennen. Deswegen lege ich das jetzt hier ab, mache aus und hole die Brille raus. Da bin ich wieder. Schauen wir uns den mal an. Also es ist auf jeden Fall getigert, geschuppt und er hat Lamelle. Also kein schuppiger Porling oder so irgendwas. Ich rieche dran, riecht irgendwie pilzig. Jetzt schaue ich mir mal die Kanten an. Nee, die sind nicht gesägt. Hä? Schwer zu erkennen. Könnt ihr es erkennen? Weil ich hätte jetzt gesagt, es ist ein getigerter Sägeblättling. Ich kann es nicht erkennen. Brauche eine neue Brille oder muss die mal putzen. Sieht auf jeden Fall so aus. Also kein schuppiger Sägeblättling. Kein schuppiger Porling oder so irgendwas. Es muss ein getigerter Sägeblättling sein. Wächst hier wahrscheinlich auf einem alten Strunk von einem Apfelbaum. Wächst aber normalerweise auf Weide, glaube ich. Hat zumindest mein Freund Dirk so gesagt. Ich kann es nicht erkennen. Doch, er ist gesägt. Okay, ich zeige es euch nochmal. Ich hoffe, man kann es erkennen am Ende, dass die Lamellen gesägt sind. So, also, das ist ein getigerter Sägeblättling. Wächst hier zwischen den artigen Morchelbecherlingen. Auf einer wunderschönen, riesengroßen Streuobstwiese, die nicht aufhören will. Die geht hier ewig weiter. So, ich stapfe hier noch ein bisschen durch die Gegend. Zwei Arten schon gefunden. Und ich will noch einen anderen Pilz angucken, den ich letzte Woche mir schon mal angeschaut habe, wo ich nicht rausgefunden habe. Ach so, was stand da vorne noch? Schildrötlinge. Ganz viele. Die zeige ich euch auch gleich noch, wenn ich nochmal an einem vorbeilaufe. Die habe ich nämlich letzte Woche schon gefunden. Aber noch eine andere Art habe ich gefunden. Da will ich noch hin und schaue, was aus denen geworden ist. Bis gleich. So, habe ich wieder gefunden. Habe sogar die Brille auf. Tja, das waren diese Dinger, die hier so keulenartig um diesen alten, wahrscheinlich Apfelbaum rausgekommen sind. Richtig hart. Ich bin nächste Woche auf einem Schlauchpilzkurs. Da nehme ich mir welche mit. Zeig die denen. Manche sind auch so ein bisschen geweihförmig, ne, wie man hier sehen kann. Sehr hart. Ich muss mal einen aufbrechen, ob ich da irgendwas Fleischiges innen drin erkennen kann. Die sind aber so gummiartig. Ich beiße ihn ab. Deadmans Finger. Innen drin ist der braun, kein Deadmans Finger. Bleibt schwierig. Ich hatte gehofft, dass die mittlerweile einen Meter groß sind und sich besser bestimmen lassen, aber da, ich nehme jetzt einfach tatsächlich mal welche mit. So, das nehme ich mit, stecke ich ein. Und dann finde ich das zu Hause raus, hoffentlich. Auf, weiter zu den Schildrötlingen. Auf dem Weg zu den Schildrötlingen habe ich das hier gefunden. Das ist aber kein Schildrötling, würde ich sagen. Oh, das ist ein Faserling. Das hört man schon, wie er bricht und knirscht. Ja. Ich rieche mal an diesem Kollegen. Riecht auch ein bisschen pilzig, leicht muffig für meinen Geschmack. Ich würde sagen, es ist ein Faserling. Was für einer? Vielleicht ein früher Faserling? Ich rieche nochmal dran.
Da ist ein bisschen ein kleiner Geruch hinten dran, aber ich komme nicht drauf, was es ist. Deswegen bleibt er da. Er ist gerieft, ein bisschen, ein wenig, man sieht. Ein Faserling, Psatyrella irgendwas. Auf zu den Schildrötlingen. Und auf dem Weg zu den Schildrötlingen noch mehr Funde dieses Pilzes, den wir gerade eben schon hatten, hätte ich sagen. Ja, hier in Jung sieht aus wie Shiitake ein bisschen. Ist aber kein Shiitake. Das ist wieder der schuppige Stielporling. Oh, guck mal. Eine Nebenfruchtform des schuppigen Stielporlings vielleicht. Man weiß es nicht. Wachsen auf jeden Fall am gleichen Substrat hier. Alter Apfelbaum. Interessant. Sehr interessant. Aber wo sind die Schildrötlinge? Ich suche sie dort in diese Richtung. Sie sind sehr gut getarnt. Aber hier habe ich ein paar vor meinen Füßen gefunden, nämlich die hier. Seht ihr die? Wirklich gut getarnt. Also die kann man kaum erkennen, weil die so auch so büschelig, erdig wachsen. Aber so vom Habitus würde ich sagen, wir sind einer Schnecke auf den Schleim gegangen. Auf den Leim, meine ich natürlich. Wir sind hier bei einem kleinen Grüppchen von Schildrötlingen angekommen, die nicht, doch, direkt nach Mehl riechen. Na, habt ihr die schon mal gefunden? Müsst ihr mal in eurem Vorgarten gucken. Das hat mir die Susanne verraten, dass die bei ihrem Vorgarten wachsen. So sehen Schildrötlinge aus. Kannte ich auch noch nicht. Die Pilzwelt ist voller Überraschungen, ich sag's euch. Und diese Wiese vor allem, ich liebe diese Wiese. Ich werde die pachten. Oder kaufen. Irgendwas in der Richtung. Irgendwas in der Richtung muss ich mir einfallen lassen, weil hier ist es richtig schön. Und irgendwann muss aber die ganzen Äpfel wegräumen, wobei die gehören wahrscheinlich zum Habitat mit dazu. Sonst wäre es hier gar nicht so schnucklig. Aber schaut euch mal meine Schuhe an. So sieht man dann aus, wenn man Schildrötlingen hinterher hechtet. Auf der Suche nach Morcheln oder Maipilzen. Ja, das muss ich nachher gut abmachen von meinen Schuhen. Und weiter geht's an den Brennnesseln vorbei durch diese hohle Gasse. Bis gleich. Die sind essbar. Schildrötlinge, ich habe nachgeschaut, ich habe Internet hier. Überall. Und ich habe jetzt nicht nur Plastiktüte dabei, ich habe mir was Neues einfallen lassen. Ich habe nämlich jetzt so Säcke, wo man so seine BHs normalerweise in die Waschmaschine mit reinmacht, dass da die Schnallen nicht kaputt gehen. Habe ich mir ein paar besorgt. Und da kann ich jetzt meine Pilze, Arten rein, kann ich die dann sammeln. Aber irgendwie habe ich keinen Bock auf Schildrötlinge. Ich nehme doch ein paar Morchelbecherlinge noch mit. Überall Schildrötlinge, du. Es geht gerade so weiter. Nee, die bleiben da. Aber ein essbarer Pilz. Aber wir wollen was anderes essen. Weiter geht's. Ich war ja schon mal hier und habe ich euch erzählt, dass ich richtig klug technisch mir einen Apfel, ich muss aufpassen, wo ich hinlaufe, in den Baum gehängt habe, damit ich bei dieser Fülle an Bäumen, an denen nicht vorbeistolper. Der Apfel liegt immer noch nicht weit vom Stamm. Er hängt immer noch im Stamm, meine ich. Und hier um dieses Bäumchen herum und weiter in diese Richtung stehen noch ganz viele adrige Morchelbecherlinge. Lass ich aber alle stehen. Hatten wir letzt schon in leckerster Sahnesoße. Oh, da steht schon der nächste. Bleiben alle da. Größenvergleich. Oh, hier Größenvergleich. Bleiben aber alle da. Ich habe hier schon mal geerntet und man muss so ein Habitat ja auch nicht ausräubern. Wobei hier sicher noch 50, 60 Stück von den Kollegen rumstehen. Aber vielleicht kommt hier noch ein anderer Pilzsammler. Und freut sich dann auch, wenn er unter einem Apfelbaum, wo ein Apfel im Baum hängt, noch Morchelbecherlinge finden kann. So wie der hier und der hier. Ja, ich muss, glaube ich, so langsam schon mal an den Rückweg denken. Was ist das da bei diesen ganzen Äpfeln? Das ist echt schwierig. Ich muss an den Rückweg denken, weil es dunkel wird.
Deswegen sage ich schon mal Ciao. Ah, ich zeige euch noch was gleich. Eine Sekunde, bin gleich wieder da. Mit diesen Bildern will ich mich von euch verabschieden. Ihr seht, diese Straubswiese ist nicht komplett alleine gelassen. Ab und zu kommt mal jemand her und kippt so Teppich hier hin. Von seltsamen Schnitzeln, wenn man es mal anguckt. Ganz genau. Dann, was würdet ihr sagen? Ich würde sagen Spätburgunder oder Müller-Thurgau. Trester. Trauben, ausgequetschte Trauben liegen hier überall rum. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es diesen ganzen Pilzen hier auch gut gefällt, wenn der so gedüngt wird. Nochmal über, nicht nur über die Früchte und über die Bäume, die hier stehen, sondern auch wenn hier so Trester reingefahren wird. Dass der Boden immer schön gedüngt bleibt. Es ist wahnsinnig weich hier und es ist alles nur mit Regen, wenn man durchzogen hier ist. Unglaublich. Und wenn ich nur den Trester sehe, bekomme ich schon Durst. Und deswegen fahre ich jetzt nach Hause und trinke Apfelsaft. Und dann Wein vom Kaiserstuhl. Bis demnächst. Ciao. Da brennt er hinweg. Mein abgehäuteter Zunderschwamm. Jetzt kommt er ins Feuer und wärmt mir die Füße. Pilze sind für viele Sachen gut, die können sogar warme Füße machen. Wissenschaftlich bewiesen. Hier. Endlich warme Füße. Sehr schön. Die Frösche kommen wieder. Sie gehen schon wieder. Er hat den See erreicht. Oh. Letzter Sprung. Bist du ein Frosch oder eine Kröte? Dreh dich mal um. Platsch. Auf jeden Fall ist er im Wasser, da hinten schwimmt er. Der freut sich seines Lebens. Und sucht sich ein Weibchen, weil das ist ein Männchen, würde ich sagen. Ein bisschen Froschleiche, wir sehen Kröten gleich noch gar nichts. Irgendwie, obwohl alles so früh ist dieses Jahr, aber die sind irgendwie spät dran. Die lassen sich Zeit dieses Jahr. Ich recherchiere weiter. Kann man die Fische sehen? Wahrscheinlich nicht, gell? Durchs Wasser hindurch. Gestern haben wir hier geangelt. Wir haben 4 Zander gefangen in der Schonzeit. Ja. Eigentlich sollen die Zander hier raus. Eigentlich will ich die hier gar nicht drin haben, weil hier sollen eigentlich Forellen leben. Aber alle Forellen, die ich hier eingesetzt habe, habe ich nie wieder gesehen. Keine einzige. Ich glaube, die haben alle die Zander gefressen. Oder es gibt Wälse hier drin, oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es viele Rotfedern und Karpfen. Schuppige und spiegelige und rotaugige Rotfedern. Ja, und halt auch Zander leider. Dummerweise. Und ich weiß gar nicht, ob man die als Besatzmaßnahme in der Schonzeit entnehmen darf. Da bin ich überfragt. Deswegen machen wir es lieber nicht. Und angeln einfach weiter, wenn die Schonzeit zu Ende ist. Guck mal da. Es ist Mai. Wir haben einen Käfer. Das würdest du überhaupt? Was ist das? Wir haben April. Das ist ein Aprilkäfer.